Servus Leute, willkommen zurück zur Pokémon Bloody Platin Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir hier ein bisschen durch den Schnee gelaufen und haben Biohazard leider verloren, weil so ein scheiß Lucario meint, Nahkampf einsetzen zu müssen. Aber naja, wir sind in einer Nuzlocke und da ist der Tod allgegenwärtig. Naja. Hier könnte ich mich heilen. Das lasse ich allerdings bleiben. Weil so grausam es auch ist, aber Biohazard muss besiegt bleiben. Der darf erst im Pokémon Center wieder fit werden. Ich kämpfe immer ernsthaft, das hier ist kein Training. Ach, und ich nicht, oder? Kasimir, Sichlor. Oh, Karate Nutella. Aber naja, Sichlor zum Glück eine doppelte Steinschwäche. Was mein Karate Nutella auch zu Verhängnis wurde. Aber du sollst hier nicht lebend davon kommen. Ich sagte, du sollst hier nicht lebend davon kommen. Ja, wissen wir, Hagelsturm. Ich will Felsgrab einsetzen, ich will dich töten. Noch schon wieder, du feiges Schwein. Jetzt kämpf doch mal wie ein Mann. So. Was? Was? Das Teil lebt? Okay, das hätte ich nicht erwartet. Aber ich gehe kein Risiko ein, nee. Kannst mich mal, Sichlor. So. Na, wie sieht's jetzt aus? Was willst du jetzt machen, hä? Offenlegung bringt nichts. Zumindest in dieser Generation nicht. Ich glaube, in der 6. ist es wieder normal und dass es auch Schutzschild durchdringen kann. Aber naja. Xerox. Haha, Xerox hat Feuerschwäche. Wir haben ja ein Pokémon mit einer Feuerattacke im Team. Nämlich F-Kitte mit Flammenwurf. Xerox, eins meiner Lieblings-Pokémon. Aber durch die extreme Feuerschwäche kann es das nicht aushalten. Vor allem die Mega-Entwicklungen finde ich fast alle abstoßend. Natürlich auch die von Xerox. Die einzige, die ich mag, oder die einzigen beiden, die ich akzeptabel finde, gut, aber das war extrem der Kampf. Die einzigen beiden, die ich akzeptabel finde, sind Mega Gardevoir und Mega Hundemon. Natürlich gefallen mir die normalen Pokémon besser, aber trotzdem. So, Keifel. Wir haben ein Quiekel. Vorstufe von Keifel. So. Tiefer Schnee. F-Kit erreicht gleich Level Up, habe ich gesehen, ja. Das heißt, ich werde jetzt F-Kit einsetzen. So. Jobo, der levelt auch ganz passabel mit. Route 217, hier dürfen wir ein neues Pokémon fangen. Und da ist Hilda, die dritte Arena-Leiterin. Oh, Wolf! Wow, Schneesturm Deluxe. Bist du zufällig auf dem Weg nach Bitzach? Da will ich auch hin. Wenn ich die feinen Fliegen einsetze, kann ich direkt den Weg dorthin gelangen. Aber ich laufe lieber, das macht mir keine Probleme. Ich bin die Kälte gewöhnt, denn ich laufe immer barfuß und in leichter Kleidung. Hahaha! Ach, das war nur ein Kribbeln in der Nase. Nichts Wildes. Echt, mir ist gar nicht kalt. Ich mache mir nichts. Ich mache mich mal auf den Weg. Pass auf dich auf. Ja, es gibt natürlich auch. Es gibt eine Serie, die heißt das Survival Duo oder so. Da ist einer von den beiden. Ich habe allerdings jetzt seinen Namen nicht im Kopf. Der läuft auch immer barfuß herum. Diese Kälte kann sich mit dem Feuer in meinem Herzen nicht messen. Der läuft auch immer barfuß rum, denn der lebt in irgendeiner Wüste in Amerika. Und in irgendeiner Folge, da sind die beiden auf einem Gletscher oben und da trägt der Kerl nur Socken. Also keine Schuhe und gar nichts. Der läuft sein ganzes Leben schon jahrelang barfuß herum und auf einem Gletscher trägt er nur Socken. Also das ist schon ein bisschen arg krass. Aber naja.
Ich kann es mir nicht vorstellen, nur mit Socken auf einen Gletscher rumzulaufen, aber wenn der Typ meint. Zu Electric ist natürlich gar nicht mal so geil, weil Electric kann Elektroattacken wie Schockwelle, Ladungsstoß, Donnerblitz oder auch den Donnerschlag, der physisch ist. Natürlich ist der Osuma dagegen gewappnet durch seinen Bodentyp. Dumm wäre nur, wenn Electric Ice Heat kann, das wäre nicht so geil. Donner kann es auch, okay. Also das hätte Togekiss wahrscheinlich nicht mehr überlebt. Obwohl, doch hätte es, weil harte Spezialverteidigung und so. Er ruft zurück, wahrscheinlich ein Flug-Pokémon. Tangela, okay. Pflanzen-Pokémon. Gut, die Erdkräfte sind nicht effektiv. Zumindest besser, als wenn er ein Flug-Pokémon eingesetzt hätte. Ja, trotzdem ganz gut. Aber zum Glück kann Osuma ja Eisstrahl. Das ist natürlich sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Und das wird Tangela den Rest geben. So. Osuma ist natürlich fehl am Platz in der Arena. Genauso wie Red Pokémon. Die Sinter-Arena wird für mich sowieso schwer. Weil Togekiss kann da auch nicht so viel reißen. Wahrscheinlich wird die Sinter-Arena ziemlich verlustreich werden. Rihorn! Soll ich es mal versuchen mit Jovo? Ich habe Schiss, dass dieses Rihorn Felswerfer oder so kann. Ne, ich gehe kein Risiko ein. Weil die einzigen Pokémon, die in der Arena gut kämpfen können, sind Enfa und Jovo. Jovo hat aber noch ein zu geringes Level, um wirklich anständig kämpfen zu können. Und Enfa ganz allein in der Arena ist, so bulky nach Tarauch ist, aber ganz alleine gegen alle Pokémon kommt sie auch nicht an. Deswegen muss ich mir da irgendwas überlegen. Sonst ist die 7. Arena die letzte Arena, die ich jemals gesehen habe. Und das will ich eigentlich nicht, weil ich will diese Nuzlocke, auch wenn es eine Nuzlocke ist, auch wenn sie hart ist, aber ich will sie irgendwie in gewisser Weise hinter mich bringen. Erfolgreich, wenn es geht. Oh Mann, ich hätte jetzt so gerne Biohazard gehabt gegen Magma. Aber soll wohl nicht so sein. Erdkräfte. Fuck you. Das Teil kann Feuersturm. Ich glaube, ich hätte doch auf Osuma bleiben sollen. Nein! Du Penner, schon wieder Volltreffer! Du Ratte! Du verfickte Ratte! Du mit deinen verfickten Volltreffern! Tut mir leid für diese bösen Wörter, aber das regt mich einfach auf! Im letzten Part schon und jetzt auch! Was soll das Scheiße? So. Stirb, verrecke, elendig. Ja, jetzt sieht es definitiv immer mehr nach einer Niederlage für mich aus. Aber ich schaffe das noch irgendwie. Das war klar, deswegen habe ich auch nicht Eisstrahl eingesetzt, sondern Felsgrad, damit das Teil langsamer ist. So, denn jetzt hoffe ich, dass Lebomentas schneller ist und mit Erdkräfte kann ich ihm den Gar ausmachen. Wow, das war mehr Schaden, als ich erwartet hätte, aber egal. Das gleißende Sonnenlicht bringt dir überhaupt nichts, weil du wirst jetzt sterben. Jetzt gibt's Rache für Red Pokémon. So, stirb. Gleißendes Sonnenlicht immer noch. Wieder Electek. Electric ist aber schon ziemlich im Eimer. Aber ich mache Electric trotzdem kalt. Oh, Osuma goes aggro! Arr, aggro Osuma! Weg mit dir! So. Natürlich hat Osuma jetzt auch ein Level Up verdient. Was? Kein Level Up? Das war in meinem Herzen ist, ja. Es löscht das Feuer gleich. Nein, Red Pokémon, das darf nicht wahr sein. Zwei Opfer.
Das ist krank. Es ist einfach nur krank. Mit Jovo kann ich nicht kämpfen, der ist noch ein bisschen schwach auf der Brust. Das heißt, F-Kid, der Enfer und Osoma sind jetzt auf sich allein gestellt. Ich brauchte noch 109, 199, fast 15.000. Du brauchst auch nicht mehr viel. Gut, F-Kid und Osoma erreichen zum Glück gleich ein Level ab. Hier halte ich mich gerne am Rand, damit ich weiß, wo ich lang gehe. Hier muss auch irgendwo Kraxler sein, wenn ich mich nicht irre. Die Frage ist nur, habe ich jetzt ein Pokémon, was Kraxler einsetzen kann? Wenn nicht, dann... Scheiße, daran habe ich gar nicht gedacht. Wenn ich kein Pokémon habe, was Kraxler einsetzen kann, verliere ich die Nuzlocke. Das gefällt mir mal so überhaupt nicht. Das Schlimme ist, ich verliere dann die Nuzlocke nicht, weil ich die Pokémon verloren habe, sondern weil ich die VM nicht einsetzen kann. Wusch! Mich zu entdecken erfordert enorm scharfe Augen. Du bist einfach so aus dem Schnee gesprungen. Marcello, Ninjask. Sau schnell, aber ansonsten hat es nicht so viel drauf. Gut, aus dem Angriffswert kann man vielleicht noch was rausholen, aber da müsste man schon speziell auf Angriff trainieren. Aber naja, Ninjask ist kein würdiger Gegner für F-Kitte. Ich will wenigstens noch die 7. Arena schaffen. Daran liegt mir doch noch einiges. So. F-Kid erreicht Level 68. 200 Spezialverteidigung. Das ist geil. Das ist sogar sehr geil. Ja, Hagelschaden ist nicht so geil, aber egal. X-Bad! Ich hätte Osoma eingesetzt. Aber... Ich versuche es mit Jovo. Gucken wir mal. Jovo kann ja immerhin Eiszahn. Und mit Eiszahn kann man X-Bad gut Schaden zufügen. Horrorblick, okay, jetzt muss Jovo kämpfen. Der Drachentanz wird mir hier auch nicht viel bringen, außer dass mein Angriff steigt, aber X-Bad ist sowieso schneller als Garados. Ja, akzeptabel. Das Problem ist, ich brauche jetzt noch zwei Eiszähne, um ihn zu töten, wenn er nicht heilt. Nur dieses Garados ist zum Glück auch ein bisschen defensiver. Das heißt, das kann eigentlich gut standhalten gegen X-Bad. Jawohl! Und der Hagler erledigt den Rest. Gute Arbeit, Jovo. Weg mit dir. So, Jovo kriegt natürlich jetzt ganz allein die satten Erfahrungspunkte. Den totalen Batzen. Erreicht Level 55. Skorgro! Du bist bulky! Und du hast eine doppelte Eisschwäche. Aber ich weiß nicht, ob du eine Steinattacke kannst. Du hast schon mal eins meiner Pokémon getötet, du Scheißteil. Ich versuche es. Oh, 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 oh. Okay, jetzt muss ich Jovo auswechseln, sonst wird er sterben. Und das will ich nicht. Ja, ja, ein bisschen näher. Mehr, 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 mehr. Jawoll! Volltreffer! So. Gut gemacht, Jovo. Du bist geil. Du hast meine Schwachstelle erkannt. Gute Arbeit. Yes, Mann. Ja, über diesen Erfolg muss ich mich ein bisschen doller freuen, weil in letzter Zeit hier in Pokémon ging es nicht so geil, vor allem auch in diesem Part. Und deswegen muss ich mich ein bisschen... Wow! Schnee ohne Ende! Da vorne liegt was. Was will ich haben? Eisen. Das war nicht das, was ich gemeint habe, aber... Wer braucht denn Eisen? Jovo bringt nichts. Okay, dann... F-Kitte bringt auch nichts. Enfer bringt wahrscheinlich auch nichts, nee. Und Osoma auch nicht, nicht wahr? Nee. Dann muss ich es mir aufheben.
für Gastrodon. Irgendwoher muss noch, wie heißt das jetzt? Na, wie heißt das? Die VM. Kraxler oder so liegen. Boah, ich versinke im Schnee. Muss doch irgendwo die VM herumliegen. So, hier geht's noch weiter nach oben, okay? Ich dachte, da wäre schon Ende. Da links ist was, aber das ist bestimmt nur so ein blöder Trainer. TM7 Hagelsturm. Ja, ganz nice, aber ich will die VM haben. Ich weiß, die muss hier irgendwo liegen. Da oben ist auch was. Das ist sie, genau. Ich vergaß, die liegt ja hinter einem Haus. VM8 Kraxler. Sehr, sehr schön. Und ich weiß, hier muss noch irgendwo so ein Grasflecken sein, wo ich Pokémon fangen kann. Nur wo? Da rechts hinten, oder? Der Schnee ätzt total. Da ist noch ein Haus. Da ist Gras. Ich will das Gras. Da ist der Eisfelsen, wo man Evoli zu Glaziola entwickeln kann. Und jetzt, da das hier eine neue Route ist, darf ich ein Pokémon fangen und das habe ich bitter nötig, ganz im Ernst, Leute. So. Ich will nochmal gucken. Wirklich eine neue Route? 216, 217. Ja, eine neue Route. Hier gibt es ein Pokémon für mich und das ist... Quiekel. Kein Pokémon für mich, denn ich habe schon ein Quiekel. Das heißt, es wird weitergesucht, bis wir ein Nicht-Quiekel-Pokémon fangen. Oder hoffentlich fangen. Bin ich überhaupt auf Route 217? Ich, ja, bin ich, natürlich. So. Nochmal Quiekel. Ja, ich kenne dich, Quiekel. Du kannst abhauen. Ich will ein anderes Nicht-Quiekel-Pokémon. Na komm, put, 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 put. Schon wieder? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt komm schon, ich will ein Nicht-Quiekel-Pokémon haben. Los, komm her. Quiekels ohne Ende. Das gibt es nicht. Aber anscheinend doch. Ich suche noch einmal hier und wenn ich hier jetzt nichts finde, dann gehe ich woanders hin. Pokémon suchen. Und ein Nicht-Quiekel, ein Nicht-Quiekel. Ein Formio, geil! Ich habe gar nicht gewusst, dass es die hier gibt, aber... Oh fuck, fast Level 60. Ja, es wird natürlich zu einem Eis-Pokémon durch den Hagel. Ich hoffe, ich töte es nicht mit Finte. Gucken wir mal. Danke. Meteorologe wird natürlich zu einer Eisattacke durch den Hagelsturm. Es hagelt. So, nochmal Finte und dann fangen wir es. Vielleicht war das zu viel, das hätte ich eventuell nicht tun sollen. Na! Danke, Entfahler, auf dich ist wirklich Verlass. Leider, auf dich ist Verlass, dass du wirklich alles und jeden tötest. Na, Entfahler, musst du das auch mit meinen eventuellen Teampartnern machen? Ach, Manno. Kein Formio für mich. Na, boah, jetzt wäre ich fast in den Trainer reingelaufen, wie blind. So, hier oben sollte auch noch einer sein, irgendwo. Nur wo, ich will ihn nicht sehen. Slow Motion. Danke.
sich langsam vorbeischleichen. Aber ich habe ja noch eine Chance, ein Pokémon fangen zu dürfen am Stärkeufer nämlich. Komm, beweg dich, danke. So. Dann safen wir hier wieder mal. Und ich würde sagen, das war Pokémon Bloody Platin Nuzlocke Challenge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. So's Leute, willkommen zur Kanalvorstellung von Red Pokémon LP oder Red Pokémon LP. Natürlich weiß jeder, was das Pokémon heißt. Ja, mein Nidoking. Und ich weiß, ich habe in einem Part gesagt, so ja, Snibunda Nachthieb und so. Ja, natürlich war dem nicht so, weil ich ein Hirn wie ein Sieb habe. Es war natürlich das Magma mit dem Feuersturm-Volltreffer, welches Nidoking zum Verhängnis wurde. Nicht jetzt, die Hunde bellen. Einen Augenblick mal. Da bin ich wieder. Ja, falls ihr irgendwelche Geräusche, Hunde und so weiter hört, es ist hier gerade jemand gekommen, aber die Kanalvorstellung dauert zum Beginn nicht lange. So, der Kanal von Red Pokémon LP. Man sieht hier 213 Abonnenten, what the fuck, viel mehr als ich. Übersicht ist nichts, Videos ist auch nichts, nur positiv bewertete, okay. Naja, muss ja auch nichts heißen. Oh, eins von mir sehe ich sogar. Cool. Dann Playlists. Creepypasta-Mythen über Videospiele. Die hat er, glaube ich, gelöscht, weil sie mal da waren, aber naja. Bin ich mir nicht so sicher. Kanäle, stell dir keine vor. Kanal-Info. Willkommen auf meinem Kanal, wo ich viele verschiedene Mythen der Welt der Videospiele vorstellen werde. Außerdem gibt es noch einige weitere Projekte. Ihr dürft also gespannt sein. Viel Spaß. Das neue Kanaldesign ist von dieser Seite hier. Zack. Also wahrscheinlich das hier. Naja, Videos hat er leider keine, also kann ich da nicht so wirklich viel präsentieren. Aber es freut mich trotzdem, dass er mitgemacht hat bei der Nuzlocke. Weil es hat natürlich auch Spaß gemacht, seine Pokémon nach jemandem zu benennen. Wo man dann richtig einfühlsam zu werden kann. Ich frage mich nur, warum du so viele Abonnenten hast, weil, ja, du machst ja eigentlich keine Videos. Und ich hingegen habe schon fast 1000 Videos und gerade mal 91 Abonnenten. Irgendwas ist da falsch, aber egal. Das war die Kanalvorstellung von Red Pokémon LP. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.